überwiegend durch die Saale-Eiszeit erschaffene Elbe-Weser-Dreieck breitet sich als abwechslungsreiche Region auf einer Fläche von rund 7000 Quadratkilometern aus. Die beiden großen Ströme Elbe und Weser gliedern das Gebiet von außen her. Marsch, Mohr und Geest tun dies im Innern. In dieser Region gibt es viel zu entdecken. Vielerorts wurden Vereine gegründet, um Zeugnisse der Vergangenheit zu bewahren. Wind- und Wassermühlen wurden restauriert, Rehtachhäuser stehen vielfach unter Denkmalschutz, alte Ortskerne und historische Häfen werden wieder häufiger erhalten. Das Elbe-Weser-Dreieck entdecken. Ende des Jahres wird das Video hier auf YouTube veröffentlicht. Sie dürfen gespannt sein, was das nasse Dreieck alles zu bieten hat. Abonnieren Sie jetzt diesen Kanal, dann verpassen Sie die Premiere nicht.